Da ist ein Level 120er Brumpo. Vor unserer Tür. Vor unserer Tür. Oh, what? Was hab ich gesagt mit Glück und so? Oder vier Leute. Ist der männlich oder weiblich? Brumpo, oh nee, ey. So ist männlich. Sollen wir den dann noch hinstellen, ey? Das ist dann unsere neue Mauer, weißt du? Einige Leute stellen Safes in einer Reihe, wir stellen Brontos in einer Reihe. Welche Türfarbe? Blau. Wo sind die? Wieso ist er anders gefragt? Scarfield? Weißt du, ich hab nicht. Scarfield! Weiß nicht. Was? Oh. Wirklich? Ernsthaft? Oh, die Leute, irgendein Tribe. Es ist entweder Noxus oder Ritter Darudim oder Castle Engineers farmt es gerade. Egal, ich brauche jetzt erstmal Scarfield nicht. Blaue Tür. Das ist die grüne. Das ist die rote. Ach, scheiße. Soll ich mal zum grünen Obelisken gehen und mal gucken, ob da mal welche sind? Du kannst ja mal hier. Ja. Ach, das ist das Blaue. Sieht halt immer noch aus wie Lila. Wurden. Geradeaus, nach links. So ein bisschen versteckt in den Bäumen. Mhm. Ist es im Sumpf oder? Ja, zur Grenze zum Sumpf links. Okay. Kommt noch jemand mit? Oder? Da liegt ein toter Bronto auch daneben. Ich glaube, ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Oh. Starts dich drin? Der ist sogar festgebackt da, der kommt manchmal raus. Ja, gut, das ist jetzt egal bei dem. Wenn ich auf den Kopf treffe, dann mache ich mehr, ne? Ja, ist aber nicht so wichtig. Irgendwie hat er gerade eine rote Damage. Wenn du zu mir kommst, siehst du wie so ein Deep Blue, übelst Blut splattert. Da kam irgendwie gerade eine rote Damage-Meldung. Von wo? Auf den Schwanz von Brondo, keine Ahnung. Achso. Max guckt gerade den Bosskampf. Nee, ja. Gesicht mach auch 33 nur. Mhm. Ich lock den schon mal ein bisschen zu unserer Base, ja? Nee, mach gut. Und wie zählt das denn hier als Treffer? Ey, wieso. Ich weiß nicht, ob das jetzt zählt oder nicht, ich treffe auf jeden Fall. Wenn du keine Damage-Zahl siehst, dann trifft es sich. Ja, also auf jeden Fall steckt es im Gesicht so, weißt du? Will noch jemand mit drauf schießen? Ich hab leider keine Darts. Im Fabricator musste ich welche. Der ist halt jetzt unmittelbar vor der Base, ne? Also wenn jemand drauf schießen will. Nein, ist die schon bezahlt. Der rennt schon weg. Ich hab gerade irgendwas gehört wie eine Poison-Granate oder so. Das sah aus. Oder eine Flare. Kann auch sein. War also keiner von uns. Nee. Ne, ja, dann snipern die da bestimmt gleich auf den. Können mal ein, zwei da Leute kommen? Da hinten ist eine Flare Gun. Da hinten. Ach, da hinten. Weg. Alles klar. Das okay. Ist cool. Krass. Dass man die hört, ja? Hm. Also, da ist halt hier die Schlucht bei uns, die andere Seite, ne? Ah, da. Voll auf. Guck mal, der will zu seinen Pronto-Freunden. Ah, nicht, dass er jetzt runterfällt, ey. Habt ihr das gesehen? Hier schießt jemand mit Flare Guns. Was? Glaube ich nicht. Das wäre mir jetzt echt nicht aufgefallen. Nee, das glaube ich nicht, Sidi. Der ist runtergefallen. So. Ja, er kann doch nicht so gut beschossen werden. Jo. Nee, das war absolut neu, die Information. Ach so, dann ist ja gut. Gut gemacht, dass du es gesagt hast, Sidi. Mhm, ohne mich, was wärt ihr bloß? Was würden wir bloß machen, wenn wir diese Information nicht kriegen würden? Okay, also umgefallen. Oh, nice. Ich bin gerade echt runtergesprungen ohne Fallschirm. Fuck. Das kenne ich irgendwo, ja. Ich glaube, ich züchte mir einfach einen neuen Item. Kommt noch einer mal runter schnell? Ich bin gerade dabei. Einfach nur aufpassen, dass jetzt kein Dino den angreift oder so. Okay, der hat 11.500 Leben. Naja, vielleicht kriegt er auch so 15.000. Ja, der hat jetzt schon 600 Stamina. Was ist, welche Bären sind am besten? Macho Berries oder was? Ja, ich hab schon ein paar reingemacht. Oh, dann können wir jetzt raus. 2000 Weight, 200 Melee Damage. Der wird auf jeden Fall nicht schlecht. Ja.
Okay, bei unserer Nachbarbase sind doch noch ein paar Turrets an. Ja. Wollt's mal gucken, hä? Hm. Upsi. Ich sterbe. Das ist ein Alpha-Raptor. Ich mach kaputt. Mit dem Bären. Okay, passt du auf, David. Ja, ja. Bringst du dann hoch, dann würde ich nochmal die Sumpf, die Snow Cave machen. Ah, ey, also irgendein Tribe grindet gerade extrem Element. Wir sollten dann vielleicht auch schon ein bisschen Metall auf Vorrat haben für die Belagerungswaffen. Ja. Dass wir die dann sofort herstellen können. Frag mir, ob das nur ein einziger Tribe ist oder das ist halt die Frage so. Das weiß nur einer. Ja. Das werden wir nicht erfahren. Also erst so in ein paar Wochen werden wir es erfahren, wenn die Videos draußen sind von Bugs. So. Machen für mich Spitzhacke. Reparieren wir cool Monoscorp-Sattel. Was ist das denn? Skorpion. Okay. Blueprint 50 Rüstung. Aber noch ein blauer Biegen. Da kommt Damage-Meldung. Das sind wieder Spieler hier. Scheiße. Die Frage ist jetzt, wo macht der hoch? Hast du Darts dabei? Schießt einen Darts in seinen Kopf. Das Problem ist... Nee, weißt du was? Ich muss ganz schnell zurück und den am Eingang dann abfangen. Ich muss schneller sein als der. Das ist das Beste. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Schnell zurück, schnell zurück. Die haben halt immer mehr Movement Speed als ich. Hat er dich schon gesehen? Nee, ich glaube nicht. Oh, ich hätte Traps mitnehmen sollen oder so, C4. Ja, das Traps sind natürlich geil. Traps und C4, weißt du? Klebst das C4 schön neben die Traps. Läuft rein. Ja. Liegt hoch. Ja. Gehst einfach an den Eingang oder so und das merkt er bestimmt nicht. Ich muss den schon davor irgendwie erwischen, glaube ich. Am besten ist es, wenn der genau in der Mitte ist. Darf man halt nur nicht selbst reinrennen. Sind schon alle da zum Metallfarm? Ne, ich bin gleich da. Ich parke nur noch schnell den Pronto. Das Öl, wo war das denn? Ach hier. Der muss doch jetzt langsam mal durchkommen, ey. Okay, ich sehe da Damage-Meldung. Das kann auch sein Barbara sein. Scheiße. Wait, das war nur eine Meldung. Jetzt. Einmal erwischt, er lebt noch. Okay. Scheiße! Oh, die sind so schnell! Das ist keine Bolas. Da ist er. Ja, das ist viel zu schnell, den treffe ich damit eh nicht.
Ja. Er lebt immer noch! Sieht der, was sind die andere Packen hier? Okay, das ist ja an der Lücke. Ja. Hm, passt noch nicht mal alles. Jetzt? Fast. Ah, jetzt. Wie kommst du eigentlich am besten dorthin immer? Ich laufe direkt mit dem Dino hin. Hm. Die sind immer vor mir da, das nervt, ey. Wobei, nee, seit wann sind nicht vor mir da. Knäuschen hat Eni getötet. Ja, der lag einfach hier vorm Stargate. Ah, ich glaube, weil ich den betäubt habe. Ich habe einen mit einem Dingens abgeschossen. Echt? Nee, Eni. Nee, keine Ahnung. Irgendwas habe ich jedenfalls erwischt. Ich weiß nicht, bei mir ist Stargate nicht an. Also nicht, dass es nie angezeigt wird. Kommt mal einer mit dem. Da ist ein roter Biegen wieder am Wasser. Scheiße, das muss so, schnell machen. Lang kommst du ein Stückchen zurück mit dem Konto, weil hier ist ganz viel Metall. Ja, warte, ich komme. Warte. Blueprint Mastercraft Fuhrboots. Fuhrboots ist doch cool. Die brauchen wir. Oh, die haben 166 Rüstung und 600 Haltbarkeit. Ja, die brauchen wir. Aber du brauchst 600 Wolle. Wobei, geht eigentlich, ne? Muss einfach nur ein paar Mammuts und so. Ja, ja. Aber 600 Wolle ist trotzdem böse. Ja, brauchen wir aber auf jeden Fall für die. Muss Greta ganz schön viel Haare lassen, ne? Weil die haben einfach mal 123 Hypothermic Insulation. Warte, ich komm noch mal weiter zurück. Ich glaube, nur die Schuhe und du schwitzt sie am Wolf ab, ey. Die ignorieren immer die Loot Crates im Wasser, die nehmen die nie mit. Haben anscheinend immer Angst, ich weiß es nicht. Die rennen ja. Oh, meine Stiefel sind kaputt. Musste das unbedingt ein Blueprint sein? Oh, ich hab hier sogar 500, wie ist das? Pelz. Ja, cool. Ein Vogel. Wie ich halt keine Backup-Stiefel dabei hab. Snoop. Naja. Brauchen wir Kristall, André? Ja, nimm mal mit, ein bisschen. Okay. Das war ja toll. Ja, nein, nicht reinbacken. Ach, ich scheiße es auf das Artefakt, ey. Ich würde jetzt die Schuhe nach Hause bringen. So schlecht sind die wirklich nicht. Ja. Sollen wir den Level 48 Baryonyx auch mitnehmen? Ja, nimm einfach mit. Wir brauchen die jetzt als Backup. Falls Barbara mal stirbt. Dabei, wenn man damit sehr schnell ins Wasser kommt und auch an Land schnell ist und dann kannst du halt. Kannst du halt schwarze Perlen gut damit farmen dann. In dem Bär auch noch was drin gewesen? Gut. Nee, gut. Alter, sind da viele Wölfe. Ohne Witz, ich hab jetzt. Ich war jetzt die ganze Zeit auf dem Rex, ne? Und der hat jetzt hier 3 Level gemacht. Du meinst hier? Och, komm schon, ey. Ach, nö. Ja gut, also wir haben keine andere Wahl, Leute. Wir müssen da hinterher sein. Wir müssen dann einfach jetzt das, die Zeit abpassen. Wie lange ist denn der Cooldown? 15. Wenn es vorbei ist, oder was? Also eine halbe Stunde. Dann müssen wir einfach so ungefähr 20 Minuten müssen wir spätestens am Obelisten sein. Und dann einfach spamen.
Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Ja, da wird's Pech. Structures, Crafting. Wir brauchen 75 Element, 5000 Metall, 600 Kristall, 150 Black Pearl, Pillen, Perlen. Und 800 Polymer. Das haben wir alles da auf jeden Fall. Ja, würde ich vorschlagen, wenn dann der Beacon. Jetzt noch 20 von 100. Ich habe keinen Bock, dass. das Zeug drin ist, und dann könnte ich das nicht. Sobald direkt bei uns vor der Base, also direkt in der Base, da der Beacon ist, mal melden. Dann bringen wir das Zeug rein und craften das Teil. So, da. Yay! Nice! Das ist schon online? Ja. Minute früher, was ist denn da los? Wow! Ich kann da nochmal runterfahren. Ja, bitte. Also, nochmal die Minute. Das ist nicht gewohnt. Ja, bitte. Die Minute nochmal warten. Also, das bringt mich jetzt voll aus dem Flow hier. Echt mal. Ja, ich bin voll aus dem Konzept. So. Dafür werde ich nicht bezahlt, hier eine Minute früher anzufangen. Ey, ich muss mit solchen Aussagen aufpassen, weil die Leute glauben das dann am Ende. Als ob ich euch bezahlen würde. So einen unkoordinierten Haufen. So. Mod-Update? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Kann sein. Gut Leute, mal weiter an der Stelle. Das wird wahrscheinlich wieder nahtlos an die letzte Folge rangeknüpft irgendwie. Also für die Zuschauer eine Folge sein. Es gab nämlich kleine Komplikationen. Man hat das wahrscheinlich Ende, also gerade die letzte Szene noch gesehen, wie das schon wieder angefangen hat zu ruckeln und Bildfehler und so weiter. Oder der Ton war nicht mehr synchron gewesen. Es ist nämlich die letzte komplette anderthalb Stunde der letzten Session fehlt leider. Beziehungsweise ist die Aufnahmedatei fehlerhaft und da ist sehr, sehr, sehr viel krasses Zeug passiert. Ich werde euch mal ganz kurz was einblenden. Wir haben nämlich die Spinne auf Mittel versucht in der Zeit. Und da ist was ganz Schlimmes passiert. Anschießen. Bin dabei. Schnell runter. Wow, oh, übelst viel Zeug. Oh, guck mal, eine Tech-Wendeltreppe. Oder? Sah so aus. Ja. André, kannst du dann austauschen. Guck mal, seht ihr das? Seht ihr diese gelben Punkte hier? Ja. Unter der Brücke, siehst du das? Mein Spiel ist abgestürzt. Ne, mein Bogen, Leute. Ich muss hier raus. Mein Bogen luden. Hänge fest. Komm. Vor der Spinne, direkt vor der Spinne. Er läuft noch. Beam läuft noch. Wir sind raus. Zurück, aber wenn du noch online warst, bist du auch wieder da. Ich hab dich nicht mehr gesehen. Ich bin verschwunden. Habt ihr das Zeug aus der Spinne geholt? Ja. Okay. Gerade wie ich Beam looten wollte, bin ich rausgepottet worden. Das ist nicht gut. Jo. Oh nein. Der Bogen ist weg. Ey, das ist lächerlich, Alter. Das ist absolut lächerlich. Log dich mal ein. Ich bin nackig in der Base gerade. Also. Ach, scheiße. So, das habt ihr jetzt quasi gesehen. Also es ist mal ein bisschen komisch eine Aufnahme, weil für uns ist das halt instant. Nochmal ganz kurz erklärt, was passiert ist. Wir haben die Spinne auf Mittel gemacht, wir haben die easy weggemoscht. Wir hatten die, glaube ich, Minute 8 oder 9, hatten wir die, glaube ich, schon down. Und dann hat man ja eine Minute Zeit, um alles aufzuheben, also das Element und so weiter. Und genau in dieser Zeit ist mein Spiel abgestürzt. Und ich lag bewusstlos rum. Und das Problem ist, die Instanz, wenn die Minute abgelaufen ist, man liegt bewusstlos rum, verliert man seine ganzen Items, die man hat. So, und leider hat es auch niemand geschafft. Es war einfach zeitlich übelstes Chaos gewesen und so. Und zwar sehr knapp gewesen. Hat keiner geschafft, mich noch zu looten. Bedeutet, der coole Compound Bow ist leider jetzt weg. So. Okay, aber ich habe es mittlerweile verarbeitet. Muss aber echt sagen, das war einer meiner schlimmsten Erlebnisse ever. So. Also ich war richtig niedergeschlagen danach. So. Aber was meine Laune ein bisschen gehoben hat, mal gucken, ob ich es finde gerade. Hat jemand das Schaf gesehen? Müsste der bei der T-Rex stehen? Ja, hinter... Ah, da, hier, genau. Und zwar Noxus, die waren so freundlich, ich hatte das irgendwie im Chat gepostet, dass ich meinen Compound verloren hatte. Und Noxus kam vorbei und die haben uns ein Schaf geschenkt. So, ne, guckt mal, Leute. Das ist voll niedlich. Das ist immer noch niedlich. Das ist so süß. Das ist so süß. Vor allem mit dem Buddelschwänchen, guck mal, wenn ich springe. Und so. Wie das wackelt. Das ist großartig. So, mit dem Schaf werden wir uns später auf jeden Fall noch ein bisschen auseinandersetzen. Wir werden auch den nächsten Boss definitiv mit dem Schaf dann machen. Das könnt ihr aber wissen. So, und dann ist noch was passiert in der Session.
Also das mit dem Bogen, das ist jetzt echt super ärgerlich. Das ist halt irgendwie dumm, ne? Das, wir haben die Spinne easy geschafft und so. Ich hatte halt dann, wie gesagt, Spiel ist abgestürzt und deswegen ist der Bogen futsch. Weil ich quasi bewusstlos in der Instanz noch lag, während die Instanz sich geschlossen hat. So, es ist halt einfach dumm gelaufen. Aber wir finden jetzt einfach einen neuen Compound, beziehungsweise gleich einen Blueprint. So, was ich noch zeigen wollte, Leute. Auch übelst cool. Didim! Wir haben nämlich endlich einen Replikator. Wie gesagt, ne, die Bilddatei, Videodatei, die ist halt fehlerhaft. Also, das ist, habt ihr wahrscheinlich dann eben gesehen, so ganz komische, also man erkennt fast gar nichts. Ich hab's jetzt noch bei der Spinne und so nochmal gezeigt, damit man das nachvollziehen kann. Wir haben jetzt einen Tech-Replikator. So, und da können wir jetzt quasi alles craften, was irgendwie Tech-Sachen angeht. Wir müssen halt jetzt nur noch die Engramme freischalten. Was wir aber jetzt schon machen können zum Beispiel, wäre die Tech-Boots. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall dann gleich losziehen. Was wir noch brauchen, sind schwarze Perlen dafür. Die Tech-Boots übrigens, ich glaube, die haben als Feature, dass man keinen Fallschaden mehr bekommt. Und man kann an Wänden laufen. Aber das mit dem keinen Fallschaden, das finde ich vor allem sehr interessant, gerade für Snow Cave und so. Also ich werde dann auf jeden Fall in dieser Session, will ich mir diese Stiefel hier machen. So, und dann haben wir, wartet mal, wir haben auch irgendwo haben wir schon eine Tech-Struktur. Hier, die haben einfach mal aus Spaß platziert, so sieht das dann irgendwie aus. Ich würde mal ganz kurz hier diesen Replikator anhauen, um das den Leuten mal zu zeigen, okay, weil das sieht nämlich übelst fett aus. Aber ich mache dann noch gleich wieder aus. Achtung, auf 3, 1, 2, 3. Das ist mega krass. Also an sich ist das einfach nur die Smithy für die Tech-Sachen, ne, wenn man es runterbricht. Das hatten wir halt auch noch in den letzten anderthalb Stunden gebaut, wo das mit den Bildfehlern war. Und dann erkläre ich es jetzt und zeige euch das alles nochmal. Ist besser als, wenn ihr da diese kaputte Datei euch irgendwie angucken müsst. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich nice.